Letztes Wort besiegt mit Neckenkäsen. Der hat mich getroffen, er hat nicht daneben geschossen. Hinter mir kommt einer. Die sind alle da sitzen mit ihren scheiß Shotguns. Mit der Dawn kommt was ab. Ihre Munition kommt. Ah. Ihre Munition kommt! Aber eigentlich finde ich die Map ganz gut. Die hat viele verschiedene Elemente. Hä? Back da von meiner Schwärme. Die Dawn ist immer noch stark. Herzlich willkommen zum Video, wie ihr die Necrochasm bekommt, die seit Patch 2.0 echt gut geworden ist und bei der sich seit Patch 2.0 auch ein bisschen was geändert hat. Deswegen machen wir dieses Video. Zuallererst solltet ihr in die Faust von Grota Mission auf der Erde gehen. Ihr braucht natürlich das Dunkelheit Lauer DLC dafür. Hier seht ihr die Mission, dann fahrt ihr einfach mit dem Sparrow zu dem Ritter durch, killt den Ritter und wartet, bis die Ummantelung der Grube für euch droppt. Am besten ihr habt dann Primärwaffenslot frei, damit ihr das dann auch mitbekommt. Und das müsst ihr ein paar Mal wiederholen, die Chancen sind erhöht worden seit dem vorletzten Patch. Also ich sag mal so, vielleicht sind es 2-3%, wenn man es 50 Mal macht, hat man bestimmt mal eine Romantik in der Grube dabei. Kati, das glückliche Ding, hat mal in 3 Versuchen 2-mal die Romantik in der Grube bekommen. Keine Ahnung, wie das geht. Aber probiert es einfach, wenn der Faust von Roter Mission den ersten Ritter dazu legen, der drinnen auf euch wartet und dann habt ihr irgendwann die Romantik in der Grube. So, sobald ihr die Ummantelung in der Grube habt, geht ihr in das dunkle Jenseits. Könnt zum Moment nur auf Level 7 stellen, da wir uns in der Zeit zwischen Patch 2.0 und The Taken King befinden und man noch nicht das Lichtlevel hat, um es auf 260 zu stellen. Und daher macht ihr das. Kann man ein bisschen weniger Glimmer farmen, aber wir brauchen die 500 Char-Kills. Gucken wir nochmal. Wir gucken nicht. Destiny lädt wieder nicht. Wir können jetzt B drücken zum Überspringen. Das machen wir auch. Wir haben die Schale. So. Jetzt schwarze Wachsgürze an, Glimmerfarmen und Gegner töten. Und den Ritter bitte stehen lassen. Ritter bitte stehen lassen. Ganz, ganz wichtig. Dann könnt ihr euch nämlich wipen und dann das mal wieder machen. Und möglichst keinen Gegner mit Nahkampf oder Super oder so spielen, sondern alle mit der Mann in der Grube, dann geht es natürlich schneller. Ja, da haben wir schon den Beutezug abgeschlossen, sehr gut. Auch keine Granaten werfen, so das brauchen wir alles nicht. Die Mission ist nicht so wahnsinnig schwer, wenn ihr höher seid als Level 7. Da haben wir noch einen Beutezug abgeschlossen. So, und jetzt so langsam, wenn da keine Leibeigner mehr sind, kann man sich killen lassen. Besser ist es natürlich, wenn man die Mission auf Heroisch stellt, weil dann geht es natürlich ein bisschen schneller, dann kriegt man mehr Punkte. Außerdem ist der Ritter dann gelb, dann läuft man nicht Gefahr, den dann zu töten auszusehen. Sehr gut. Ja, das ist kurz vor Abschluss. Das ist sehr schön. Kommt her, ihr Noobs. Ich hab was für euch. So langsam aber sicher sollte es dann fertig sein. Da nochmal grüner. Kokolores. Ah, vielleicht noch 3 Kills. Drei Kills habe ich gesagt. Komm. 1, 2, 3. Ja, genau 3 Kills. Ah, ich bin so gut. Ich bin so gut. Jetzt können wir den weghauen. Jetzt müssen wir hier nicht nerven, wenn wir die Waffenteile und so. Alles zerstören. Das können wir jetzt schön mit X kaputt machen. Müsste es tatsächlich gewesen sein. Ja. Jetzt können wir rausgehen und dann kriegen wir in den Turm und schauen uns an, ob wir das bei der Eris jetzt kaufen können oder nicht.
Sulle, die Eris Mond steht jetzt hier unten im Turm, gegenüber von den Vorhut-Händlern. Und jetzt schauen wir mal, was die zu uns sagt, wenn wir die Folgelevel der Umwandlung in der Grube dabei haben. Noch nichts, jetzt gehen wir hier rein. Und hier haben wir jetzt Kannibalismus, das Upgrade für die Umwandlung in der Grube, drücken da drauf und haben jetzt schon die Eidolon verbündet. Ihr seht also, ihr braucht die Balsamierungskugel, das Upgrade-Kit von der Eris Mond nicht mehr. Ihr braucht also auch nicht Rang 4. Bei der Eris Morn für diese Necrochasm, sondern ihr habt jetzt die Eidolon-Verbündete. Oder den Eidolon-Verbündeten, besser gesagt. Und jetzt müsst ihr die ganze mal freischalten. Das könnt ihr mit Lichtpartikeln machen. Primär-Synthese beim Waffenmeister kaufen. Primär-Telemetrie beim Waffenmeister kaufen. Dann könnt ihr Lichtpartikel und Beutezüge abgeben und dann ist die relativ schnell voll gelevelt. Und hier braucht ihr dennoch die Krux von Grota. Und die Krux von Grota bekommt ihr, indem ihr bei Grotas Ende den Boss Grota auf schwer besiegt. Das könnt ihr dreimal die Woche machen mit allen drei Charakteren und dann nehmt ihr diese Krux und dann aktiviert ihr die und dann habt ihr die Eidolon-Verbündete. Also dann habt ihr die Necrochasm. Also Eidolon-Verbündete voll leveln, Grotas Ende hart legen, bis ihr die Krux gedroppt bekommt. Die Wahrscheinlichkeit ist nicht so wahnsinnig hoch. Ich schätze sie so auf 5%, also 20 Mal wird man ihn bestimmt legen müssen, dass man mal einmal eine Krux dabei hat. Vielleicht ist es sogar noch niedriger. Und probiert es halt so lang, so oft es geht, jede Woche dreimal. Und irgendwann kriegt ihr diese Krux und dann könnt ihr es upgraden. Und ich habe das bei mir schon gemacht, jetzt muss ich es noch bei der Kati schaffen. Und dann habt ihr die Necrochasm. Vielen Dank fürs Zusehen, wie immer. Ich bin raus. Schaut euch noch Necrochasm PvP Gameplay an und das Raid Gameplay von Grotas Ende, wo wir fast nur mit Necrochasm gespielt haben. Das sind auf jeden Fall sehr lustige Videos. Bis dahin, euer Lightning Soul. Servus und goodbye. Da müssen wir die erstmal suchen. Destiny Hype, Leute. Kati da unten, ich helfe dir. Ja. Ah, also wirklich, die ist jetzt wenig, weil sie macht. Erstens macht die drei mehr Schaden, die Necrochasm. Und zweitens ist sie deutlich genauer und hat ein besseres Auto-Aim, meines Erachtens.